das hier ist außergewöhnlich. Schaut mal selber. Die zwei Einstiche am Hals? Ja. Sieht ja fast wie eine Bisswunde aus. Ja. Doc, und als nächstes willst du uns erzählen, dass unser Täter ein Vampir ist, oder? Nee. Nein, nicht ganz. Also ich weiß es nicht. Aber ist vielleicht gar nicht so weit hergeholt. Ich habe dadurch erzählt, ich war mit meiner Nichte neulich im Kino. Wir haben uns Twilight angesehen. Ganz angesagter Film. Nicht, dass da jemand auf dumme Gedanken gekommen ist. Sind diese beiden Verletzungen denn da todesursächlich? Ja, es sieht so aus. Also ich konnte bisher keine anderen bedeutsamen Wunden finden. Er hat hier eine Platzwunde am Kopf. Da scheint er vorher niedergeschlagen worden zu sein. Tja, und dann ist er wohl hier an diesen Wunden verblutet. Und die schauen tatsächlich so aus wie zwei Einstiche von scharfkantigen Eckzähnen. Doc. Der ist doch nicht wirklich gebissen worden, oder? Naja, also nach einem menschlichen Gebiss sieht es tatsächlich nicht aus. Also ich werde bei der Obduktion mal genaue Abmessungen vornehmen und dann können wir vielleicht realistische Rückschlüsse ziehen. Das würde ich auch vorschlagen, Doc. Ja. Todeszeit? Also er ist mindestens 24 Stunden tot. Genauer kann ich es noch nicht sagen. Ja, das heißt Dienstagabend irgendwann. Naja, ist ja zumindest etwas. Habt ihr schon eine mögliche Tatwaffe gefunden? Nein. Und was die anderen Spuren anbelangt, wir haben gerade erst angefangen. Ihr könnt jetzt die Freundin des Toten vernehmen, wenn ihr wollt. Ich denke, die ist gar nicht vernehmungsfähig. Doch, mittlerweile wieder. Die war ganz schön angetrunken, als wir sie hier angetroffen haben, aber der Schock hat sie ziemlich schnell wieder ausgenüchtert. Okay, alles klar. So eine Sache noch. Informationen an die Presse nur übers K11. Wir wissen nicht, was hier passiert ist und wir wollen keine bösen Gerüchte in die Welt setzen. Okay? Ist klar. Kommst du mal bitte. Schönen guten Tag. Wir sind von der Kriminalpolizei. Mein Name ist Naseband, das ist mein Kollege, der Herr Grass. Können Sie uns ein paar Fragen beantworten? Ich will jetzt sowieso nicht alleine sein. Die Sache mit Ihrem Freund tut uns sehr leid. Geht's Ihnen denn schon ein bisschen besser? Wir haben gehört, Sie waren... Sagen Sie es ruhig, ich war besoffen. Mein Freund liegt tot in der Wohnung und ich... Verraten Sie uns, warum Sie so viel getrunken hatten. Ich wollte ihn überraschen. Womit? Ich war heute Morgen auf der Rückfahrt. Ich war auf Lesereise in Köln. Ich bin Schriftstellerin. Und auf der Rückfahrt heute Morgen hatte ich eine geniale Idee für einen neuen Psychokrimi. Ach, und das wollten Sie Ihrem Freund sofort erzählen? Das war wichtig für mich. Ich wollte es Oliver gleich erzählen. Und ich war in Feierlaune und da habe ich ein bisschen getrunken. Und anschließend sind Sie dann hierher gekommen? Ich habe eigentlich einen Zweitschlüssel, aber den habe ich vergessen vor meiner Reise. Aber Ihre Kollegen haben mich ja dann eingelassen. Ja, wir hörten davon. Können Sie uns vielleicht sagen, was Ihr Freund in den letzten Tagen so gemacht hat? Wir hatten so wenig Kontakt in den letzten Tagen, weil wir beide so viel zu tun hatten. Am Dienstag hat er sich mit seiner Chefin gestritten. Das hat er mir erzählt, das hat ihn sehr mitgenommen. Und wissen Sie, wie die Frau heißt? Anke Weiß. Von der Bäckerei Weiß. Wir müssen natürlich die Angehörigen Ihres Freundes informieren. Können Sie uns vielleicht die entsprechenden Daten geben? Ja. Sie wohnen in Norwegen. Okay. Er hat ja hier nicht alleine gewohnt. Er hat einen Mitbewohner. Wissen Sie, wo der ist? Der ist im Moment auf Studienreise. Bitte schön. Schönen Tag noch. Tschüss. Guten Tag. Hallo, was kann ich für Sie tun? Wir sind von der Kriminalpolizei. Naseband, mein Kollege Grass. Wie, Polizei? Stimmt irgendwas nicht? Wir sind wegen Oliver Krings hier. Der arbeitet doch bei Ihnen, oder? Das ist ja wohl nicht wahr jetzt, oder? Der hat uns gestern schon die ganze Zeit gefehlt. Unentschuldigt, wie ich bemerken möchte. Und anstatt heute wieder auf die Arbeit zu kommen, taucht plötzlich die Polizei auf. Was ist denn los? Ulrich, komm, hör auf, so zu reden. Das gibt's doch nicht. Tag. Du, pass auf, der hat mir das mit Sicherheit gesagt, bloß ich habe es durch die viele Arbeit einfach vergessen. Oh. Wie sieht das aus? Frau Weiß? Ja? Können wir uns vielleicht mal nebenan unterhalten? Ja, klar. Kommen Sie bitte mit. Sagen Sie mal, können Sie mir vielleicht mal erzählen, was hier los ist? Oliver Krings, Ihr Angestellter, ist vergangene Nacht tot aufgefunden worden. Was sagen Sie da? Der Tod muss bereits am Dienstagabend eingetreten sein. Deshalb hat er Ihnen auch gestern gefehlt. Frau Weiß, Ihr Angestellter wurde ermordet.
Nein, nein, das kann ich nicht glauben. Oliver ist überall beliebt. Laut Zeugenaussage hatten Sie mit Ihrem Angestellten am Dienstag noch einen Streit. Einen Streit? Nein, im Gegenteil. Oliver und ich, wir haben uns wirklich sehr gut verstanden. Also, was die Arbeit anging, da konnte ich mich eigentlich nie über ihn beschweren. Aber mit der meine Frau angebaggert hat, das war echt eine Sauerei. Verstehe. Ich war mit Oliver und seinem Mitbewohner befreundet. Wissen Sie schon, wann und wie das passiert ist? Wir stehen ja noch ganz am Anfang der Ermittlungen. Aber er ist gestern nicht gekommen, weil er schon tot war, oder? Wir gehen im Augenblick davon aus, dass er Dienstagabend verstorben ist. Dienstagabend? Ist ja womöglich meine Frau die letzte gewesen, die ihn noch lebend gesehen hat. Hier im Laden? Nein, sie hatte noch einen Termin in der Stadt und hat ihn mitgenommen. Und ja, das hat er mal wieder geschafft mit seiner blöden Schleimerei. War es denn üblich, dass Sie Ihren Angestellten mit in die Stadt genommen haben? Nein, natürlich nicht, aber an dem Abend hat es sich einfach angeboten. Ich hatte noch einen Termin bei meinem Osteopathen und da habe ich ihn mitgenommen. Und Sie bleiben dabei, es gab weder vor noch während der Autofahrt irgendwelche Vorkommnisse, einen Streit zum Beispiel? Nichts, also als ich ihn abgesetzt habe, da war er fröhlich und vor allem er war noch am Leben. Gibt es dafür vielleicht Zeugen? Nein, leider nicht. Okay. Wenn Sie mir noch den Namen des Osteopathen geben würden, bei dem Sie einen Termin hatten. Also die Wunden am Hals haben tiefe Stichkanäle und stammen, wie wir uns schon gedacht haben, natürlich nicht von einem menschlichen Gebiss. Der Täter hat die Halsschlagader präzise getroffen. Wir wissen aber nicht, was für eine Waffe er benutzt hat. Ein Messer war es auf jeden Fall nicht. Steht sonst noch was im Bericht? Ja, allerdings. Der Mann hatte kurz vor seinem Tod noch ungeschützten Geschlechtsverkehr. Och. Dann haben wir es ja vielleicht mit einer Täterin zu tun. Ja, möglich. Die Bäckerin hat übrigens gelogen. Was? Ja. Ihr Alibi ist geplatzt. Ich habe mit dem Osteopathen geredet. Och. Dann hat sie sich wahrscheinlich mit ihrem Angestellten besser verstanden, als sie gerade erzählt hat. Du meinst, bei den beiden lief was? Könnte doch sein. Ihr werdet nicht glauben, was ich gerade im Netz gefunden habe. Hey, mal ganz langsam, Kollege. Was ist denn los? Ja. Keiner von uns hat geredet. Ich habe mit den Kollegen vom Tatort gesprochen. Da hat auch niemand was erzählt. Ist die Bäckerin die tödliche Blutsaugerin? Wird der Vampir-Hype zur Realität? Also ganz ehrlich, wie kommt denn das da rein? Und was ist das für eine Seite? Nachrichtenblock. Tja, aber andere Nachrichtenseiten oder Zeitungen haben nichts darüber berichtet. Ja, wir haben doch extra keine Pressemitteilung rausgegeben. Wie kommen die dann an die Infos? Jungs, fahrt ihr beide doch noch mal zur Bäckerei und befragt die Frau wegen ihres falschen Alibis. Und ich fahre in diese Online-Redaktion und fühle den mal auf den Zahn. Ja? Deine Jacke. Ach ja. Von mir werden Sie nichts erfahren. Jetzt habe ich endlich meine Top-Story. Ich bin nicht wahnsinnig und gebe meinen Informanten preis. Hören Sie, wir ermitteln hier in einem Mordfall. Glauben Sie, Sie können mich einschüchtern? Wissen Sie was? Da sind Sie bei mir an der falschen Adresse. Ich weiß, Sie genießen Pressefreiheit. Aber können Sie es moralisch verantworten, wenn durch Ihr Handeln ein Mörder vielleicht nie gefasst wird? Ich würde gerne noch eine Weile mit Ihnen plaudern. Aber ich habe viel zu tun. Denn unsere Webseite hat so viele Zugriffe und ich muss sie ständig aktualisieren. Wenn Sie mich jetzt arbeiten lassen würden. Aber wir sprechen uns noch.